Huibu, Folge 31. Die vermaledeiten Marionetten. Huibu ist bester Laune, denn die Kirmes kommt nach Burgegg. Das ganze Dorf bestaunt die Gaukler und Attraktionen. Vor allem die Märchenerzählerin mit ihrem Puppentheater begeistert alle. Königin Constantia lädt sie sogar zu einer Sondervorstellung auf das Schloss ein. Doch auf einmal erkennen Huibu und Sophie ihre Freunde nicht wieder. Tommy, Königin Constantia und König Julius liefern sich einen unerbittlichen Kampf um den Thron. Ganz Burgegg gerät in Aufruhr. Hoffentlich kann die Wahrsagerin Licht in die dunklen Machenschaften bringen. Der Junge, der uns die Äpfel verkauft hat? Nie im Leben war der ein Dieb. Aber es könnte doch so sein. Seine Mutter hatte keine Äpfel mehr. Er befürchtete, nichts mehr zu verkaufen. Und dann stand da der Korb des Marktvorstehers. Und die hat er dann einfach gestohlen? Das wäre ein Motiv, Sophie. Ein Motiv macht einen noch nicht zu einem Verbrecher. Je mehr Sophie Tommy widersprach, desto mehr wollte er ihr widersprechen. Inzwischen glaubte er fest daran, dass der Junge gefasst werden musste. Er wusste selbst nicht, woher diese Gewissheit kam, aber sie war da und wurde immer stärker. Denk nur daran, wie erleichtert alle in Burgegg wären, wenn sie wieder sicher über die Straße gehen können. Weil sie wissen, dass der Dieb dingfest gemacht wurde. Tommy, hörst du dir eigentlich zu, was du sagst? Dingfest machen, sicher über die Straße gehen. Bestimmt würden sie mich genauso feiern, wie die Leute Prinz Maximilian gefeiert haben, wenn ich den Verbrecher fange. Das ist nur ein kleiner Junge. Wenn du nichts abhaben willst von dem Ruhm, umso besser. Dann bleibt mehr für mich. Ruhm? Was willst du denn mit Ruhm? Ich sollte wenigstens mitkommen, Tommy! Sophie war entsetzt. So kannte sie Tommy gar nicht. Er ließ sie einfach stehen und stürmte aus dem Wirtshaus. Was ist denn in den gefahren? Während sich Prinz Tommy auf Verbrecherjagd wähnte, bereitete der Kastellan den großen Thronsaal auf das bevorstehende Ereignis vor. Er holte alle Stühle, die er im Schloss auftreiben konnte. Huibu half dem alten Kastellan nach Kräften. Er kümmerte sich hauptsächlich um das Popcorn und gab dem Kastellan gute Ratschläge. In diesem Saal wurden schon Stühle gerückt, als ich noch kein Geist war. Ob es heute eine andere Geschichte gibt? Vielleicht eine Schauergeschichte mit Gespenstern, mit Geistern, mit Grusel. Oh, wie grauenhaft. Hallo, Huibu. Hier sieht es ja schon schön aus. Ach ja, du hast recht. Es fehlt noch etwas, damit es wirklich schauerlich aussieht. Da müsste noch etwas Schmutz, Staub nehmen, vielleicht sogar meine Spinnenzucht. Mein werter Huibu, bitte überlass mir die Dekoration. Nicht alles, was Gespenstern zusagt, gefällt auch den Gästen. Ach, ihr Schmutzverstecker und Spinnenverscheucher. Es ist wohl besser, ich öffne zuallererst das Tor. Das werden die Künstlerinnen sein. Sag mal, Huibu, hast du Tommy gesehen? Er war heute Morgen so komisch. Sehr komisch sogar. Er ging, bevor er einen Pfannkuchen hatte. Aber dann blieb mehr für mich. Die Aufführung rückte näher. Und Sophie und Huibu schlichen sich über die alte Wendeltreppe nach oben auf die Empore des Thronsaals. Von dort oben hatten sie den besten Blick auf das geschäftige Treiben. Dorothea kam strammen Schrittes in den Thronsaal. Die arme Carola hingegen musste mehrere schwere Kisten hinter sich herziehen. Das ist der Thronsaal. Stell unsere Kisten dorthin. Dort bauen wir die Bühne auf. Jawohl, Frau Hasenpflug. Nicht die! Die Kiste zuerst! Jawohl, Frau Hasenpflug. Was machst du mit den Puppen? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Oh, Verzeihung, Frau Hasenpflug. Wieso ist die denn so unterwürfig? Sieh nur, was die alles schleppt. Und die andere, die trägt noch nicht mal einen Korb. Das stimmt. Und wieso kennt sie sich hier so gut aus? Carola holte eine Figur nach der anderen sorgfältig aus der Kiste und hängte sie an die Puppenstange. Währenddessen eilte der Kastellan zu König Julius und Königin Constantia
und teilte ihnen mit, dass die Künstlerinnen eingetroffen waren. Die beiden ließen alles stehen und liegen, um sie im Thronsaal zu begrüßen. Ah, da sind ja die Künstlerinnen. Ach, meine liebe Frau Hassenpflug. König Julius, Königin Constantia, welche Ehre, dass wir unsere bescheidene Bühne hier in Ihrem prächtigen Thronsaal aufschlagen dürfen. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Breiten Sie sich aus, hängen Sie Ihre Marionetten auf, wo Sie wollen. Wir lassen Sie da mal weiter das machen, was Sie so machen müssen. So eine falsche Schlange. Zuckersüß, wenn man bedenkt, wie sie die andere herumscheucht. Milbenfurz und Spinnenpups, das kannst du wohl sagen. Wie so eine... alte Gouvernante. Eine Gouvernante einer Prinzessin oder so. Mir ist so, dass da mal... Oder war das... Wer dann soweit, Frau Hassenpflug? Ich bin schon lange soweit. So lange. Sollen Sie nur kommen. Ruf den König und das andere Publikum herein.